So, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Bioshock. Zusammen mit Wörtig, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du hier? Ich sitze da, guck zu. Die dumm also, daher. Also eigentlich wollte er sagen, dass er spielt und alles, was Dummes so passiert, ist er und nicht ich. Wörtig, also, öffne doch mal die Leiche. Nö. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Oh Gott. Warum haben die alle nichts? Ich hätte gerne mehr Dinge. Ja, wieso sollten die was haben? Weiß ich nicht. Welche von denen war fett? Weiß ich nicht. Perfectly balanced. Like, oh shit. Oh. Was? Kannst du bitte animieren, dass das Ding eine Sonnenbrille trägt? Was zum... Tommy, was machst du mit diesem Spiel? Okay, das... Hey! Ding. Hey, wo gehst du hin? Was ist passiert? Reit die wieder Wind? Ey, ich will das. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es gleich durch die Wand abholt würde. Ich wünsche, es würde passieren. Oh. Nein, das ist umgefallen! Oh, das war wunderschön. Das ist der Qualitätscontent, für den ihr da seid, Leute. Das ist er. Oh fuck. Oh, und schon muss ich wieder irgendwelche Scheiße schneiden. Oh nein, ey. Wieso mal echt? Oh. Ja, egal, so komme ich langsam mit meinem Cheat-Programm auch ein bisschen klar. Oh, man hätte ihn anzünden können! Ja! Und andere Dinge. Da wäre Wasser gewesen! Ja, und andere Dinge. Ja, oder man hätte ihn einfach umschubsen können und dann wäre er gestorben. Oh, ist jemand hingefallen? Nein, nein, du musst erst aufstehen, bevor du weitergehst. Funktioniert das nicht. Ich weiß schon, warum bei meinem Steam-Avatar der Rahmen so ein Glitchy-Ding ist. Weil es einfach passt. Das ist ja nicht nur dieses Spiel, das ist ja auch. Das sind ja auch andere Spiele. Cyberpunk zählt nicht. Ja, Cyberpunk zählt wirklich nicht. Borderlands. Ja, gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich nur bei einem Spiel Glitches hätte. Aber ja, Cyberpunk war auch so ein wunderschönes Spiel. Was mir da so an Sachen passiert ist. Warum hackst du es überhaupt? Nein! Darf ich es nicht hacken? Nein. Warum nicht? Ich verbiete dir das. Hey. Ja.
Ja, damals war ein Bosskampf, da brauchst du ein paar Verbandskästen danach. Wofür? Wenn du schlechtes gespielt hättest, wenn es nicht verbuggt wäre. Das war doch offensichtlich, dass das passieren würde. Ja, total. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich auch nicht. Ja, hey, ich frage. Ja, bitte? Ja, wir müssen das Spiel einfach auf vorgeschrieben, schwer. Ist so einfach für dich. Ich frage mich, wer so voller Erwartungen. Ha! Das Diamond, der ist richtig schwer! Da hat er richtig Probleme mit. Tot. Das heißt, schwer ist er nicht, aber mir ist es noch nie passiert. Ich glaube, das ist eine Remastered-Version-Bug. Bestimmt. Oh, nee. Ich glaube, die Explosion, die du gemacht hast, hat ihn umgehauen. Und als er aufstehen wollte, hast du ihn geschlagen und dann hat er sich am Boden verpackt. Nee, ich habe ihn gepfritzelt. Ich glaube, es hat als Aufstehen gezählt und hat dann, es tut mir leid, Bobby hat es nicht überstanden. Hey! Du Alter. Ups. Ich dachte, du hast ihn nicht erwischt. Ich dachte auch, ich habe mich erwischt, aber ich habe ihn beim ersten Mal schon erwischt gehabt. Jupp. Ja, können wir bitte in die Richtung umschalten, danke. Darunter. Das Hacken im zweiten Teil ist viel angenehmer und gleichzeitig nicht angenehmer. So viel schlimmer. Da, perfekt. Es ist schwieriger, würde ich behaupten, aber angenehmer, weil es so lange dauert. Okay. Wo ich nichts gegen das Hacken habe. Das Hacken ist okay. Hallo. Zwei Verbandskästen! Yes! Ich meine, hier war kurz danach war ein Bosskampf, also. Die braucht man? Da braucht man schon mal fünf Verbandskästen. Ich gehe davon aus, dass du halt wirklich so im Normalfall so deine drei vielleicht verbrauchen könntest. Ja, das kann passieren. Nicht so wie ich, der einfach ohne Schaden dadurch geht. Das war Glück. Das war Skill. So viel Spiele, okay, wie ich verbuggt habe inzwischen, war es Skill. Okay, spiel nochmal dahin, mach's nochmal. Lass uns mit deinen Freunden machen. Oh, oder. Es laufen einfach alle ins Wasser. Na komm her! Okay, da hin. Bobby? Du kannst übrigens Bobby hacken, wenn du ihn frittelst. Oder das Ding schießt ihn kaputt. Böse! Gut gemacht. Bobby! Zwei! Komm das her. Wo ist eigentlich ein Gegner? Betty, lies vor! Ryan! Neues Tonikum, statische Entladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem ihren Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Ja, das ist ganz nett. Ich fritzel jetzt einfach alle Leute da. Kann man so sagen. Okay. Wenn du getroffen wirst, lässt du einen elektrischen Schlag los. Alle Gegner in deiner Nähe. Probier's aus, dass wir treffen. Ich hab nicht so viel aufgepasst, tut mir leid. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich höre einen großen Papa. Was ist das? Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Was? Also Leute, nicht rauchen. Schlecht für die Gesundheit. Sind da gerade Steine von oben runtergefallen? Nein. Aus dem Glasdach? Nein. Der hat überhaupt keinen Sinn. Oh hey, jetzt kann ich dir doch einen.
Aber wir sind hier. Papi? Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Hallo, Daddy. Hey, who's your daddy now? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne dass Adam, dass diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Belohnung. Nicht trinken, Kleine. Alkohol ist böse. Muss ich kippen? Weg. Okay. Ist es also auf H und L? Keine Ahnung. Das wenn ich sie haue, passiert da irgendwas? Weiß nicht. Entscheide dich! Schon wieder? Hast du gedrückt? M? Nichts. Nichts. Oh. Warte, was machen wir? Was machen wir? Tja, wir gehen einfach. Nein. Na gut. Ich zweifle das. Naja, ich meine, ich es tut mir leid, also. Ich will alles haben. Weil es auch die Belohnung. Nein! Nein! Ich hab mich verklickt! Oh, fuck, ich hab mich verklickt. Oh mein Gott, das ist grausam. Tommy, starte neu. Das ist echt nicht cool. Oh, oh, nein! Oh, ich hab es noch nie gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Denk daran, diese Dinger sind keine. Oh nein! Wie ist das auf H und L? Cut, Tommy! Cut! Warum ist das auf H und L? Wie kann man einen. Ich weiß nicht, wo sie letztens war. Oh nein. Nein! Was? Ich kann nicht laden. Würdest du zu denen auch so grausam sein? Nein! Wenn du wieder mal auf so einen Gatherer's Garden Automat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Tommy. Ich würde dir gern. Bitte, ich würde gern. Aber um 23.10 Uhr. Das ist letzte Woche gewesen. Oder nicht letzte Woche gewesen, Gestern. Vorgestern. Das ist Part 3. Ich hab mich wirklich verklickt. Ich kann so H und L verklicken. Ich hab einfach verklickt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt weiter vorgehen, den Kleinen. Ich kann nicht mehr. Bitte, bitte, ich kann einfach nicht mehr. Ich wollte dich am Leben lassen, es tut mir leid. Wie gehst du jetzt weiter vor?
setze mich hier hin und denke über mein Leben nach. Im Fernsehen kommt auch nur Scheiße. Mach das Licht aus. Ich will allein sein. Du kannst sicher denken, dass es nicht umsonst zwei Optionen gibt. Richtig. Ich denke, am Ende kriegst du eine schöne Belohnung und die habe ich jetzt verkackt. Ziemlich staubig. Na gut. Du verstehst nicht, was ich meine mit zwei Optionen. Ja, es gibt ein gutes und ein schlechtes Ende. Ja. Also, welches willst du haben? Ich wollte eigentlich das gute Ende. Ja, das wirst du verkackt. Öffne die Tür! Ich wollte sie auch nicht lassen. Welches willst du jetzt? Tja, das schlechte Ende, oder? Kannst du das Neutrale holen, oder? Das Schlechte. Ich meine, ich denke, die wenigsten Let's Plays haben das schlechte Ende. Ja. Ich hab's nur im Video mal gesehen. Ich bin Monster bin! Tja, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie sieht nicht so aus. Eine symbiotische Beziehung zu den nahezu implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Oh Gott. So, was nehmen wir denn mal mit? Genocide Run on me? Wir machen jetzt einen Genocide Run anscheinend. Ich bin zutiefst. Verbandskästen verleihen auch Eve! Boah. Erhöht das Maximale, Eve! Haben wir sowieso schon zu viel haben? Ja. Leute, ich möchte dir eine Sache anmerken, ich distanziere mich von allem, was im Let's Play passiert. Ich distanziere mich von allem, was in jedem Let's Play passiert. Nein. Ich weiß nicht, wie ich mich verklicken konnte. Ja, ich auch nicht. Jetzt weißt du, warum H&L, weil die Scheißwelt auseinander sind. Du bist doch schon durchkrank! Ja, da hat er recht. Tut mir leid. Keine Sorge, Leute, Domi spielt noch ein bisschen die Stelle hin, nachdem wir nicht heute fertig sind. So, holen wir uns eigentlich nochmal den nächsten, Verbandskasten. Genau, danke. Oh Gott, sammeln wir Schnecken? Ja, bist du Franzose? Oui. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Parasiten werden uns bestraft? Hoffentlich finden wir so ein Parasiten nicht. Ja, es ist... Das klingt nicht nach einem guten Plan, so einen Parasiten auf die Füße zu laufen. Ich bin auch von Schnecken kein Fan. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du redest wirr, bitte, du redest wirr. Ja, ist das was Neues?
Wie sagte schon Ronald Weasley, schluck Schnecken. Oder Spuk? Irgendwie sowas. Haben die nicht mit dem Schnecken gekotzt? Ja, ja, genau, Spuck Schnecken und dann kotzt der, auf den der Zauber funktioniert, Schnecken. Du bist nun soweit. Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker stecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ah, ja, mehr Little Sisters. Oh, was? Okay, Rami, verprügel den Big Daddy mit der Rotzunge. Oh mein Gott. Komm ich langsam. Weil du Angst drin hast. Ah, okay. Hab ich das also? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, falsch, die da. Boah, macht sie echt nicht Schaden? Tommy, wieso kippst du nicht einfach um wie Dr. Steinman? Weil es nicht geht. Oh. Der war critical. Das war ein Bodycheck. Lass mich gerade, ich muss den eigentlich von hinten angreifen. Oh. Keine Ahnung. Wo ist der letzte Speicherpunkt? Nicht vor der Little Sister, ich weiß. Es gibt keinen Speicherpunkt, du wirst einfach wiederbelebt, Tommy. Ach ja, richtig, da war was. Warte, was? Harry, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu wieso? Gut, wir sehen uns dann scheinbar an der Stelle, wo wir waren. Augenblick mal, ja? Wo bist du? Bis dahin. Ciao. Tschüss.